In diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie man schnell und einfach die Gleichung von Tangenten und Normalen aufstellen kann. Zuerst der Problematik. Tangente und Normalen hängen so ein bisschen zusammen. Deshalb schauen wir uns folgende Funktion an. F von x ist hier abgebildet. Im Punkt B, rot markiert, können wir eine Tangentengleichung anlegen. Die berührt natürlich immer die Kurve. Und die normalen Gleichung schneidet die Tangente senkrecht. Unser Ziel wird sein, für beide dieser Geraden sozusagen die Gleichung aufzustellen. Bevor wir anhand eines Beispiels den Lösungsweg kennenlernen werden, wollen wir uns zuerst anschauen, welche Formeln uns dabei helfen können. Und zwar, die ersten Formeln sind die klassischen Formeln, das bedeutet, das sind die Formeln, die man auch in der Merkhilfe für die Abiturprüfung findet. Oben sehen wir die Formel für die Tangentengleichung, sollte euch bekannt vorkommen, und unten die für die normalen Gleichung. Nicht wundern, manchmal kann man dieses u auch mit x0 oder a oder klein b ersetzen, es bleibt im Prinzip immer die gleiche Formel. Alternativ könnte man für einfache Aufgaben auch die Formel aus der 10. Klasse benutzen, allerdings sind sie nicht empfehlenswert für anwendungsorientierte Aufgaben zu Tangentenproblemen, mit denen wir uns in anderen Tutorial beschäftigen werden. Deshalb an dieser Stelle die Empfehlung für die oberen Formeln. Und jetzt wollen wir uns den Lösungsweg anhand eines Beispiels anschauen. Also unser Ziel ist eine Tangente und eine normalen Gleichung für diese Funktion, die gegeben ist f von x im Punkt 0 und f von 0. Also, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir mindestens die x-Koordinate des Punktes haben, sonst können wir das nicht machen. Und deshalb ist unser erstes Ziel, die y-Koordinate zu bestimmen. Also, kurz gesagt, wir berechnen f von 0, das ist dann entsprechend e hoch 1/2 mal 0. E hoch 0 ist 1, damit haben wir eigentlich schon unser Berührpunkt. Bestimmt 0-1. Als nächstes brauchen wir für unsere Tangenten eine Steigung. Wir erinnern uns, die Steigung ist immer die erste Ableitung. Das bedeutet, wir leiten die Funktion ab. Die innere Ableitung kommt nach vorne, 1/2, e hoch und die e-Funktion bleibt gleich. So, das ist die allgemeine Steigung. Allerdings brauchen wir die Steigung in diesem Punkt. Deswegen setzen wir die x-Koordinate des Punktes in die erste Ableitung. Das sieht dann so aus, e hoch 1/2 mal 0, e hoch 0 ist wieder 1, also ist unsere Steigung 1/2. So, somit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um in unsere Tangentengleichung einzusetzen. Kurz als Hinweis, u und f von u sind immer die Koordinaten des Punktes und f' von u ist natürlich die Steigung. So, das setzen wir ein, das sind wir so gut wie fertig. Also, y ist gleich 1/2, Klammer auf, x minus 0 und plus 1, natürlich können wir auch noch ein bisschen die Klammer auflösen, dann haben wir 1/2 x, 1/2 mal 0 ist 0, also bleiben noch plus 1. Und das ist die gesuchte Tangentengleichung. Alternativ, wenn gefragt, können wir natürlich auch die normalen Gleichungen bestimmen. Wir betrachten ein bisschen die Formel. Wir haben bereits schon alles, was wir brauchen, also wir haben u, f von u und f' von u, das bedeutet, es geht ja nur ums Einsetzen. Minus 1 durch 1/2 mal, Klammer auf, x minus 0 plus 1. So, minus 1 durch 1/2, 1 durch 1/2 ist ja nichts anderes als der Kehrwert von 1/2 und das ist natürlich 2. Also können wir an der Stelle sagen, wir haben dann minus 2 mal die Klammer, die können wir einfach erstmal übernehmen, plus 1 und dann, wenn wir sie auflösen, haben wir minus 2x plus 1. Und das ist dann unsere normale Gleichung. Das war's, so einfach ist, wenn man die richtigen Formeln nimmt. Zum Schluss werden wir uns noch eine kleine Übersicht anschauen über die verschiedenen Tangentenprobleme. Als erstes diesen ersten Fall, das wir bereits berechnet haben, also Funktionsgleichungen gegeben, Berührpunkt ist gegeben
Unser Ziel ist dann, die Tangente aufzustellen. Das erfolgt genauso wie bereits besprochen. Ein zweites Fall, eine Funktionsgleichung gegeben und eine Gerade, die parallel zu der gesuchten Tangente ist. Da müssen wir zuerst natürlich den Berührpunkt bestimmen, sonst können wir keine Tangentengleichung aufstellen. Und im dritten Fall, das ist ein bisschen komplexer, da haben wir eine Tangente, die durch einen Punkt außerhalb der Kurve verläuft. Da ist natürlich wieder unser Ziel, zuerst den Berührpunkt zu bestimmen, dann können wir auch die Tangentengleichung aufstellen. Die hinteren zwei Fälle werden wir uns dann in einem anderen Tutorial anschauen.